Hallo und herzlich willkommen. Heute will ich mal ein Thema ansprechen, das sich im ersten Moment so verrückt anhört, dass sich eigentlich alles dagegen sträubt, sich überhaupt damit zu befassen. Als ich das erste Mal angefangen bin, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, da haben sich bei mir fast im wahrsten Sinne des Wortes erstmal die Nackenhaare aufgestellt. Und ich habe sehr lange Nackenhaare. Kann sich also jeder vorstellen, wie verrückt mir das vorkam, mich überhaupt mit so einem profanen Thema zu befassen. Zwischendurch bemerkt, kann sein, dass ich mal niesen muss, weil ich ein bisschen erkältet bin. Macht aber nichts. Deswegen die Forschungsarbeit am Leben einzustellen, ist einfach zu spannend und macht einfach zu viel Spaß. Ich stelle jetzt mal eine ganz einfache Frage, die sich aber so verrückt anhört, dass wahrscheinlich auch du erstmal zuckst und stockst und so wie ich gerade, weil ich mich schon fast gar nicht traue, dir diese Frage zu stellen. Denn diese Frage lautet: Wann lebst du? Wann genau lebst du? Ist wohl gut möglich, dass jetzt der ein oder andere direkt das Video abgeschaltet hat und hat gesagt, der spinnt wohl. Ja, wann soll ich leben? Jetzt! Aber die Frage ist, wann ist das jetzt? Als ich so, ist ja schon ein paar Jahre her, als Eckhart Tolle auf dem Markt aufgetaucht ist, mit seinem Leben im Hier und Jetzt, als ich mich damals damit befasst habe und versucht habe, wirklich im Hier und Jetzt zu leben, dann war das gar nicht so einfach. Denn wann ist das hier und jetzt? Und zwar, wann ist das genau? Wenn ich das nicht genau weiß, dann kann ich da auch nicht mit umgehen. Ich habe ja in einem Video, in einem der letzten Videos war es, mal angesprochen, dass alles, was es gibt im Universum, und zwar alles, besteht immer aus Energie, Masse, Zeit und Raum. Deshalb ist es eben wichtig, dass alles genau definiert ist, wenn ich das überhaupt handeln will, wenn ich das überhaupt handhaben will. Und so ist es natürlich auch mit dem Hier und Jetzt. Wenn ich nicht genau weiß, was das ist, wie soll ich das dann handhaben? Jeder im spirituellen, also im wirklich spirituellen Bereich, sagt eben, dass Transformation immer nur im Hier und Jetzt stattfinden kann. Also in der Gegenwart. Dass unser Leben aus der Gegenwart heraus entsteht. Aber ich werde jetzt ein paar Grafiken zeigen, die ich vorbereitet habe. Und dann wird das für viele vielleicht erstmal überraschen, wo die Gegenwart überhaupt ist. Also nehmen wir uns jetzt einmal die Zeit und befassen uns mit der Zeit. Nun, so wie ich es hier in dieser Grafik dargestellt habe, haben wir es ja fast alle in der Schule gelernt, wenn es um das Thema Zeit geht. Eben ein Pfeil, der in der einen Richtung in die Vergangenheit zeigt und in der anderen Richtung in die Zukunft. Und in der Mitte, schön getrennt, ist das eingezeichnet, was wir immer als Gegenwart bezeichnen. Das Hier und Jetzt. Sehen wir uns das einmal etwas genauer an, dann haben wir hier nach links die Vergangenheit. Das kann bis gestern gewesen sein, bis letzte Woche, bis letzten Monat, von mir aus bis zum letzten Urlaub oder zu meinem letzten Geburtstag oder auch bis zurück, bis in meine Kindheit. Aber eins ist immer, das sind immer ganz klar definierte Zeiträume, die sich genau festlegen lassen. Nun, und in die andere Richtung auf diesem Pfeil geht es eben in Richtung Zukunft. Das kann bis morgen sein, bis übermorgen, bis nächste Woche, bis zum nächsten Ostern, bis zum Sommer, bis zu meinem Urlaub oder bis zum nächsten Weihnachten. Aber auch da sind es immer genau definierte Zeiträume. Da weiß ich immer ganz genau, in was für Zeiträumen ich dann leben werde. Diese bestimmten Zeiträume sind immer genau definiert. Kann jeder sofort überprüfen, wenn er an seinen nächsten Urlaub denkt, dann weiß er, es handelt sich da um einen genau definierten Zeitraum mit einem Anfang, einer Mitte
und einem Ende. Aber wie sieht das aus, wenn wir uns einmal mit dem Hier und Jetzt befassen, mit der Gegenwart? Nun, wann ist dieses ominöse Hier und Jetzt, die Gegenwart? Vielleicht hältst du das Video mal einen Moment an und befasst dich mal damit und guckst da mal etwas genauer hin. Wann ist das, dieses Jetzt? Ist das eine Sekunde? Ist das eine Tausendstel Sekunde? Ist das eine Millionstel Sekunde? Ist das eine Milliardstel Sekunde? Wann ist das genau, dieses Hier und Jetzt? Nun, wenn wir da weiter bis in den atomaren oder subatomaren Raum gehen, da werden die Zeiteinheiten sehr, sehr klein. Da ist eine Millionstel Sekunde schon eine Ewigkeit. Da sind die Einheiten so klein, dass sie immer gegen unendlich gehen, also unendlich klein. Das bedeutet dann aber, dass unsere Gegenwart, das Hier und Jetzt, auch unendlich klein ist. Wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja und, was soll's? Was reitet der da so drauf rum? Nun, das hat einen ganz bestimmten Grund, und zwar einen praktischen Grund, weshalb ich das so ausführlich anspreche. Erinnern wir uns, Transformation, Leben entsteht immer aus dem Hier und Jetzt, aus der Gegenwart heraus. Jeder kennt ja auch den Ausspruch, Leben ist Veränderung. Und diese Veränderung findet immer im Hier und Jetzt in der Gegenwart statt. Da lege ich die Ursachen für eine Veränderung in meiner Zukunft. Und wenn ich bewusst mein Leben gestalten will, ist es also sehr, sehr wichtig zu wissen, wann diese Gegenwart, wo ich ja die Ursachen setzen will, überhaupt ist. Denn wenn ich das nicht weiß, wie will ich das dann handhaben? Stell dir mal vor, du würdest den Zeitraum deines nächsten Urlaubs nicht kennen. Wie wolltest du das dann planen, handhaben? Wolltest du in irgendeiner Weise Wirkung setzen und handeln? Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns einfach mal genauer angucken, wie diese Zeiträume, diese Zeitabschnitte in der Vergangenheit und auch in der Zukunft überhaupt entstehen. Sind das natürliche Zeiträume? Nö. Wenn du dir deinen Urlaub wieder anguckst als Beispiel, dann ist das einfach ein festgelegter Zeitraum, ein genau definierter Zeitraum, der aber eben künstlich festgelegt wurde. Und das können wir auch machen, wenn wir das praktisch handhaben wollen, mit der Gegenwart. Es hört sich bescheuert an, aber es ist wirklich, um das praktisch zu handhaben, wichtig, dass jeder für sich selbst genau definiert, was er als Gegenwart bezeichnen will. Weil er nur dann auch in diesem Zeitraum wirklich Ursachen für Veränderungen legen kann. Und dass jeder für sich selbst diesen Zeitraum der Gegenwart, was für dich als Gegenwart gelten soll, genau definiert, das ist enorm wichtig, wenn es zum Beispiel um die Transformation von Gefühlen geht. Wenn jemand unter Ängsten leidet, wie will er in der Gegenwart diese Energie auch wirklich verändern, Ursachen legen, damit er sich in Zukunft anders fühlt, wenn er gar nicht weiß, was das genau für ein Zeitraum ist, in dem er das dann handhaben kann. Mir fällt gerade ein, und das nochmal zwischendurch bemerkt, es wird ja oft und gerade in der heutigen Zeit immer mehr von den Machenschaften des Systems geschrieben und auch viele Videos werden darüber gemacht, dass eine der Ursachen ist, dass die Menschen so versklavt werden können, dass wir pausenlos mit unserem Bewusstsein entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit festgehalten werden. In der Regel in der Zukunft, immer nach dem gleichen Prinzip. Jetzt geht es dir schlecht, aber in der Zukunft, dann geht es dir ganz gut. Dieses Spielchen, das läuft ja schon ewig lange. Und das wird ja auch im Verkauf in allen möglichen Bereichen angewendet. Wenn du erstmal in Zukunft das neue Handy hast und wenn du das neue Auto hast und wenn
du hier noch was gekauft hast und da noch was gekauft hast. Also das Wohlergehen wird immer in die Zukunft verlegt. Und wenn ich nicht genau weiß, was die Gegenwart ist, für mich individuell, wie ich die genau definiert habe, dann werde ich Probleme haben, da überhaupt Ursachen in der Gegenwart zu legen, damit sich überhaupt in meinem Leben etwas transformieren kann, damit ich überhaupt bewusst eine Veränderung für mich herbeiführen kann. Denn wenn mein Leben in Zukunft anders verlaufen soll, wenn ich da ganz bewusst Ursachen für eine Veränderung legen will, dann muss ich die im Hier und Jetzt in der Gegenwart legen. Das hat schon Buddha gesagt. Dein Leben ist heute das, was dein Denken und dein Fühlen und dein Verhalten in der Vergangenheit war. Und deine Zukunft wird das sein, was du in der Gegenwart denkst, fühlst und lebst. Also ist es ganz gut zu wissen, was das für ein Zeitraum ist, den ich dann praktisch handhaben kann. Nun, und wenn wir für uns in Zukunft ganz bewusst mit der Gegenwart umgehen wollen, dann müssen wir es im Prinzip genauso machen wie bei unserem nächsten Urlaub. Wir müssen diesen Zeitraum genau definieren. Das, was für uns die Gegenwart sein soll. Und zwar müssen wir diesen Zeitraum für uns ganz selbstbestimmt selbst definieren. Passt ja auch ganz gut zu dem Bewusstseinswandel, der in aller Munde ist, und zwar schon lange in aller Munde ist, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen müssen, dass wir selbst Verantwortung übernehmen müssen und dass wir unser Leben selbst neu definieren müssen. Und zu diesen Definitionen gehört eben auch die individuelle Definition der Gegenwart. Oder wie Albert Einstein es gesagt hat, Zeit ist im Grunde genommen eine Illusion, allerdings eine sehr hartnäckige. Nun, und wenn wir diese Illusion für uns praktisch nutzbar machen wollen, dann ist es ganz sinnvoll, auch der Gegenwart einen bestimmten Zeitraum zu geben, aus der heraus sie auf unser Leben wirken kann. So wie ich das hier in dieser Grafik ganz einfach dargestellt habe. Nun, und ich habe für mich einfach mal definiert, dass die Gegenwart, der Zeitraum, der für mich als Gegenwart gilt, der für Veränderungen als Wirkraum genutzt werden kann, 3 Atemzüge beträgt. Und dir wird vielleicht jetzt schon gefühlsmäßig klar, wenn du dir diese kleine Grafik hier mal anschaust, wo also auch ein wirklicher Zeitraum für die Gegenwart eingezeichnet ist, in dem du auch wirklich Luft holen kannst, dass du dich dann bei Weitem nicht so eingesperrt fühlst zwischen Zukunft und Vergangenheit, wie es in dem erlernten Konzept ist, was uns allen beigebracht wurde. Denn wenn du dir unter diesem Gesichtspunkt einfach mal die Grafik hier ansiehst, also das Konzept, was uns allen ins Unterbewusstsein gepflanzt wurde, und dir dann mal die Frage stellst, ja, wo ist denn die Zeit, dass ich mal zwischendurch Luft holen kann, dann wirst du feststellen, da ist keine. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir uns wirklich ganz bewusst zwischen Zukunft und Vergangenheit auch einen bestimmten Zeitraum schaffen, und zwar selbst schaffen, der für uns die Gegenwart bedeutet. Und das ist für mich eben der Zeitraum von 3 Atemzügen. Warum ich 3 Atemzüge gewählt habe, ist völlig klar. 3 Atemzüge, das ist ein überschaubarer Zeitraum, in dem ich, gerade wenn es um Gefühlstransformation geht, ganz locker und ganz ruhig und auch ganz sicher bewusst arbeiten kann. Denn für 3 Atemzüge kann ich und jeder ganz bewusst Veränderungen bewirken. Egal wie neu und ungewohnt sie sich anfühlen, aber für 3 Atemzüge kann das jeder machen. Das hat also ganz, ganz praktischen Nutzen. Beispiel, wenn jemand zum Beispiel pausenlos grübelt, sich Sorgen macht und unter Angstzuständen leidet, wenn der sich hinsetzt auf irgendeinen Stuhl von mir aus mitten in der Küche und sagt, so, ich werde jetzt die Ursachen legen, damit mein Leben in Zukunft anders aussieht,
und sagt, ich werde jetzt diese drei Atemzüge in der Gegenwart nutzen, nun, dann kann jeder sich auf einen Stuhl setzen für drei Atemzüge, auf alle Probleme, auf alle Sorgen, auf alle Ängste in der Gegenwart verzichten und einfach mal drei Atemzüge lang Luft holen. Und dann wird er sofort feststellen, dass er sich bei Weitem nicht mehr so eingesperrt fühlt zwischen Zukunft und Vergangenheit, weil auf einmal ein ganz klar und praktisch handelbarer Raum da ist, ein Zeitraum. Und wenn wir ja wissen, dass eben Lebensveränderung, Leben und Transformation immer aus der Gegenwart herauskommt, dann sind diese drei Atemzüge ein ganz, ganz, ganz wertvoller Teil, ein ganz, ganz wertvoller Zeitraum in unserem Leben, den wir ganz praktisch nutzen können, wenn wir es machen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, rüberzubringen, wie wichtig es ist, dass wir eine genaue Definition für unsere Gegenwart haben, wenn wir wirklich bewusst unser Leben lenken wollen, weil das nur aus der Gegenwart herausgeht. Und ich hoffe auch, dass es mir gelungen ist, rüberzubringen, was für einen praktischen Nutzen es haben kann, wenn wir einfach die Vergangenheit und die Zukunft auseinanderziehen und setzen dann wirklich in die Mitte auch einen klar definierten Zeitraum, den wir für uns als Gegenwart definiert haben. Denn in diesem Gegenwartszeitraum, merkst du sofort jetzt, kannst du einfach tief Luft holen. Und wenn dieser Zeitraum auf drei Atemzüge begrenzt ist, dann wird jeder das auch für seinen Alltag nutzen können, und zwar praktisch nutzen. Denn eins ist klar, wenn jemand unter Ängsten leidet oder unter irgendwelchen Grübeleien oder sonst was, und dann nimmt sich einfach einen Stuhl oder so wie ich hier, setzt sich vom Laptop hin, aber am besten ist, wenn er das irgendwo gerade am Anfang zum Einüben an einem Punkt macht, der etwas Besonderes darstellt. Wenn der sich aber diesen Punkt nimmt, setzt sich einfach in der Küche auf den Küchenstuhl und sagt so, jetzt werde ich mal meine Gegenwart bewusst für mich nutzen. Und wenn der vorher gegrübelt hat den ganzen Tag oder Ängste oder Sorgen hatte, dann kann er sagen, für diese drei Atemzüge verzichte ich auf die Ängste und nutze die ganz bewusst, um einfach mal tief Luft zu holen, einfach mal drei Atemzüge lang meinen Atem zu beobachten und ganz im Hier und Jetzt zu sein, weil er eine Definition für diesen Zeitraum hat. Und dann wird er feststellen, dass das im Nachhinein, wenn er das macht, wenn er es oft genug gemacht hat, ganz automatisch natürlich auch sein Selbstvertrauen stärkt. Es ist so logisch, sagen wir, wenn ich auf einmal merke, oh, ich kann meine Gegenwart handeln und drei Atemzüge kann natürlich jeder handeln. Das ist aber unserem Unterbewusstsein egal. Das Unterbewusstsein, da kommt es nicht auf die Zeit drauf an, sondern kommt es nur darauf an, ah, ich kann was tun, ich bin stark, ich bin mächtig, ich kann was machen. Ob das jetzt nur für drei Atemzüge ist oder für drei Jahre, das ist im Unterbewusstsein Schnurz. Das kann ich aber jeden Tag einfach leicht in meinen Alltag einbauen. Wenn das 12 Atemzüge sind, habe ich das 4-mal gemacht. 4-mal gemacht ist positive Bestärkung für Selbstvertrauen. Und dann tut sich auch in Zukunft ganz automatisch was in meinem Leben. Ich führe das hier nun deshalb nochmal an, damit sich der ein oder andere, der sich näher damit befasst, erstmal merkt, was da für praktischer Nutzen drin ist, wenn ich also meine Gegenwart, meine Hier und Jetzt, auch wirklich für mich handelbar definiere. So, ich hoffe, ich habe dir da etwas mitgeholfen, dein Leben in Zukunft bewusster zu gestalten und dir endlich zu zeigen, wo du überhaupt lebst, wo du leben kannst und von wo aus du auch Veränderungen ganz bewusst in deinem Leben bewirken kannst. So, und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir von Herzen alles Gute.